Hallo, heute Finale Game of Goats gegen Alex zockt. Ja, schauen wir doch mal. Hier an dieser Stelle verliere ich erstmal Sternschere Papier. Klasse Sache auch. Ich rechne wieder bei ihm mit einem normalen Beatdown-Deck. Wir schauen mal, vielleicht hat er auch das Deck gewechselt. Bisher hat er es nicht gemacht. An dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank an TCG Arzenjens, der unseren Preispool sponsert. Er beginnt mit Topf, alles klar. Kann man haben. Wir spielen heute übrigens Best of 5, also 3 Gewinnrunden. Hat die Turnierleitung hat das so vorgeschrieben. Beim Spiel im Platz 3 und im Finale. Mal sehen, was rauskommt. Ein Exarion. Ein Set. Und er beendet. Plus 1. Ich gehe gleich mal plus 2. Denn Donnerdrache ist eine gute Karte. So. Fragen. Hand ist jetzt ganz okay eigentlich. Schauen wir doch mal nach. Ein Primator und ein Snatch. Ist jetzt eben so ein bisschen die Frage. Ich spiele das mal auf gar nicht. Kommt, ob überhaupt was kommt. Ein Breaker. Okay, dann ist die Prio. Das ist ein Counter. Er schießt. Kick dich an. Den Exarion zu drehen wäre ja sinnlos. Er dreht ihn einfach wieder in Angriff und greift an. Und der nervt ein bisschen. Ich würde gerne meinen Effekt nutzen und beide verbannen. Wird ganz okay, ich habe 6 Karten, er hat 7. Breaker war jetzt gerade ein bisschen kacke. Jetzt einfach mal mit Zuko. Nein, das ist gut, ist okay. Mit sowas kann ich ganz gut leben. Okay. Kann man schon mal haben.
jetzt generell nicht allzu schlecht. Schlange hatte auch noch nice. Überlegt jetzt lange. So, kann ich jetzt zum Glück schon beschwören. So ist mein Leben nicht ganz so schlecht. Nervt den Assi ab. Das ist allerdings schlecht. Das ist richtig, richtig, richtig schlecht. Junge, Junge, Junge. Was mache ich gegen den Kaiko? Dann fickt er ja nicht angesagt. Also gegen den Kaiko kann ich schon mal spielen. Ach, ist das alles Shit, ey. Das ist gerade mal richtig schwer. Ich muss das Book machen. Alles nicht so easy. Kommt jetzt auch immer drauf an, was er hat. Habe ich sogar Glück, dass er seinen Effekt nicht nutzt von dem Kiko. Jetzt wäre es ja, glaube ich, ganz, ganz bitter ausgegangen. Somit habe ich, ich habe Ausgleich, halt immer die Schlange, wenn er sie nicht vergisst. Vergisst du nicht. Jetzt habe ich immer einen Ausgleich. Also wir sind zu einem Ausgleich.
Vielleicht macht das auch kurz ein bisschen Druck. Vielleicht aber auch nicht. Der Junge hat auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt wird mein Life Points, die werden langsam ein bisschen sehr, sehr dünn. Das hätte auch mal ganz, ganz böse ausgehen können. Ein Muff. Schlimmes. Na gut. Die ist okay. Gespannt sein, was jetzt kommt. Eigentlich könnte ja noch Excited Force würde Sinn machen, Mystischer Schwertkämpfer Level 2 würde Sinn machen, Lady, The Silent, an Excited Force, okay. Mehr Optionen im Deck. Wenn es immer so easy wäre. Besser gucken wir. Wie ich angenommen habe, er hat das Deck nicht gewechselt. Noch eine Setkarte. Einfach Vorteil. Runde für Runde.
was er macht. Macht Skill Drain. Zylinder hat auf jeden Fall keinen mehr, der war ja auf 1. Schau mal, was rauskommt. Überlegt lange. Ich muss schon sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon. Ich spiele zwar schon jahrelang Goat, aber hier geht es halt um was. Ist halt auch nicht zu verachten. Frage ist, was holt mir jetzt mit Zanga an? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich jetzt noch Schlange setzen halt? Das andere würde ja eh keinen Sinn machen. Sein Ring ist raus und sein Zylinder ist raus, schnell. Noch ein Sock. Jetzt halt die Frage, ob ich ihm die Spielkraft zutraue oder nicht. Wir schauen mal. Eine Saku, okay. Dann ist Call drauf und. Dann mache ich Call auf meinen BLS und greife nochmal an. Es war halt eine Schlange und zwei Unbekannte. Wenn nicht irgendein Monster, was auch auf dem Spielfeld triggert, sonst wird er nicht fragen. 3-9. Das sind immer 3-9. Wie das übers Monster kommt. Das kann ich nicht drehen. Dann habe ich noch meine Spielkraft-Set. Guter Mann überlegt ziemlich lange. Ein Monster-Set. Danke für nix. Ja komm, wir machen das einfach. Sollte eigentlich das 1-0 sein.
Na? Danke, Jens. Ja, ist ein bisschen komisch gehalten hier. Aber was wollen wir machen? So, jetzt dürfen wir seit. Wir schauen mal. Also, was ich total sinnlos finde, ist dieser Knock. Ich denke mal, ich werde einen Breaker raus tun. Und dafür 3 BT halten. Wir werden sehen, was bei rauskommt. So viel Spaß. Alex hat sich ja auch in diesem Turnierverlauf gegen meinen Teamkollegen Tom durchgesetzt. Also, um die Ehre von uns zu wahren, müsste ich heute eigentlich mal gewinnen. Wäre schon nicht schlecht. Alex boardet mal wieder sehr lange. Ich hätte mir überlegen können, den Zauber raus zu tun für den Möbius. Aber oh. Vielleicht noch ein Das Tornado reintun, aber ich habe auch noch den Regie, weil ich eigentlich an sie. Nochmal festhalten, nicht dass man es noch vergisst. Gut. Alex darf wieder wählen, ob er anfangen möchte. Er geht bestimmt wieder first. Starthand ist okay. Kann man nicht meckern. Er hat wieder top. Die Frage, ob ich uns gleich natürlich Skill Drain zutraue oder nicht. Ich ziehe erstmal noch eine BTH. Machen wir erstmal Grace. Dann noch Response fragen. Ziehe ich doch mal 3. Klumpfig Monster wäre gut. Schon mal ganz. Das ist auch ganz. Natürlich nicht. Ich werfe mich weg. Natürlich werfe ich weg.
Heute würde ich Prio, mache ich keine Prio. Kommt durch, okay. Schauen wir nochmal. Das ist ja cool. Zwei PDHs sollten wir eigentlich ein paar Runden retten. Sieht ja die Ende für den Turn, hat noch durch den Top 5 plus 1 gemacht. Oh. Zwei Sätze nicht. Beendet wieder. Zweiten Nate Assi. Ich glaube, den behalte ich erstmal. Das ist ja wohl auch holen. Also mich jetzt mit dem Sangern zu ärgern. Mensch. Endface. Hoffen wir mal, dass der gute Mann keinen Nobleman hat. Ich hätte jetzt auch den Morph im Angriff spielen können und das Book mit setten, aber. Selbst wenn der Exalted hat, ist das in Ordnung eigentlich. Ich habe irgendwie einen Kiosk, dich mag ich nicht. BTH ist eine gute Karte. Ja, wenn jetzt der Moff durchkommen sollte. Dann gehe ich mit dem Netzeln auch wieder plus. Okay, kommt durch, gut. Somit haben wir aus einer mittelmäßigen Hand eine sehr gut gemacht. Schauen wir doch mal. Single Matcher. So. Mal fragen, ob das okay ist. Zwei Setkarten, okay. Ich habe schon Leute gesehen, ich spiele Magic Jammer. Dich will ich nicht. Und einen Bock möchte ich nicht. Stimmt zwar nicht, dass der durchkommt, aber wir können es mal probieren. Okay.
So, drin den Trap. Ja, das wird auch schlechter. Ein Test auf die neue. Ist auch okay. Eine Router. Ist okay. Erstmal. Set. Ich habe überlegt, ob noch eine settet. Jetzt kommt der Breaker. In die Kampfphase. Ja. Finale ist spannend, kann man nicht anders sagen. Ich habe aber auch nur noch 3-4. Er spielt noch einer verdeckt. Der könnte ganz gut werden. Ja, okay. Er hat jetzt auch BDH supportet.
Antripe. Ist halt die Frage, ob ich den jetzt durchlasse oder nicht. Klar habe ich die Zuko, aber. Hab bitte einmal nichts. Er hat einmal nichts. Ich habe wieder Karten von Helden, aber es nützt mir nicht wirklich viel. Also ich jetzt mal die Karten spielen, wenn er einen Berserk-Gorilla hätte. Dann kann ich nämlich 1-1 gegen meinen Enemy-Controller outen. Dein Call. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt nicht so Gucci. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
20 Euro, das wird jetzt ein Sturm eigentlich. Abfahrt 4. Der wollte flippen, das kann auch sein. Berserker. Das ist alles nicht wirklich was, was ich hier habe. Selbstens Ganzes. Du hilfst mir dabei eigentlich auch nicht wirklich weiter. Schauen wir doch mal, was es gibt. Eine Schlange. Ist eine Grätschen durch. Drauf geschissen. Ja, mach das jetzt noch, mach das jetzt nicht. Ich will das gar nicht. Das ist einfach nur die Option auf offen. Anstrengend, anstrengend. Guck da den da rund. Da noch ein Pre-Major. Der alles hat. So. Das war wieder so typisch. Das reicht nicht. We'll be right back.
Und wer ist der Gorilla? Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Snatch-Stil. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ja, okay. So ein Mist. Machen es so rum. Obwohl, ich lasse es sich so. Ich mach's wieder so. So, jetzt fange ich mal an. Ich würde gern first gehen. Ich ziehe erstmal auf die 6. Dann mache ich die Alex Zockt Karte. Ich ziehe 2. Ich würde da gerne eine BTH drauf machen, weil BTH eine gute Karte ist. Und er beendet. So. Flip sammeln. Perfekt. Skill Rain. Jetzt müsst ihr es eh nicht schon, dass nichts von beiden wird. Nächstes Weltklasse-Monster. Ein Duo. Darf er haben. Ein Zauberbrüller. Allerdings nicht so gut schief. Hm.
Gucken, ob das so geht, wie ich mir das denke. So habe ich viele davon. Kampfphase. Frage ist, ob er noch was im Sitten hat. Ob ich ihm die Spiegelkraft zutraue, ist die Frage. Das ist die große Frage. Kampfausblender, maybe. Zwei ernste Ziele. So, 2-1, noch eine Runde gewinnen, dann haben wir es. Alex müsste jetzt eigentlich wieder mit Topf starten. Mit Duo.
Nexarion. Reinfällt. Naruto. Die hört er auch ziemlich oft. Dann ist sie. Könnte natürlich auch noch das Primage haben. Das kann er von mir aus gerne auch noch ausspielen. Deko, beste Karte. Großes Monster bitte. Jawohl. Und die BTH kommt durch. Das geht dann, verliere ich wahrscheinlich. Er hat es. Okay. Xarion nimmt da. Kann man schon mal so machen. Hauptsache, wir ziehen jetzt keinen zweiten Donnerdrache. So, Set und ab dafür. Ein Set-Monster. Wir hatten natürlich keine Angst. Eine Dose.
kein Monster. Eine Schlange natürlich. So. Und das hätte vorbei sein können. Nein. Immer noch ein 6 oder ein 5 direkt. Bring ich den jetzt, bring ich den nicht. Das ist trocken. Einschlag, ja, damit habe ich nicht gerechnet. So. Jetzt sind noch 4 Traps, die allesamt komplett behindert sind. Sind schon gute Traps. Ja, sehr cool, da. Die nehme ich doch. Nehme ich den. Ja, genau. Reset. Sturm wäre mal gut. Wir haben keinen Sturm gezogen.
Sorry, dass ich heute nicht so viel rede, aber ich bin schon ein bisschen angespannt jetzt. Geht jetzt in die finale Phase. Zumindest der MBLS ausspielen war vielleicht ein bisschen Irrsinn, aber wenn man da irgendwas hat oder irgendwas macht oder nur den kleinsten Schaden kriegt, hätte ich mit Ring einfach töten können. Trifft an. Snatch auf die Hand. Kumpel. Musst du ohne einen setzen. Oh Gott, das war gerade ein Misplay. Nee, ist okay. Ist okay. Gleich gut. Bisschen müde noch von der Nachtschicht. Ja, dann wär's das eigentlich. Dann habe ich wohl Game of Goats gewonnen. Sehr gut, also vielen Dank nochmal. Tolles Turnier. Danke, dass ich teilnehmen durfte. Alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal bei so einem Online-Turnier mitzuspielen. Schön, dass ich gewonnen habe. Da freue ich mich. Und ja, Grüße nochmal an alle meine Gegner. Ihr wart spitze. Und nochmal explizit danke an, nochmal danke an TCG Arzenjens für das Sponsoren des Preispools.